Schockdiagnosen, auch das ist ein Thema für mich. Schockdiagnosen, die härteste und die entscheidendste, die ich ganz bewusst schon mit der geistigen Welt gemacht habe, war 2013, als es hieß, Bein muss ab. Was hat sich zugetragen? Ich bin eines Morgens in den Garten gegangen. Ich wollte Johannisbeersträucher ausgraben mit meinem Mann und meinem Sohn Matthias. Und 5 Minuten, nachdem ich im Garten war, rutschte ich in eine Kuhle, stürzte und drehte mir mein Bein ab. Im 90-Grad-Winkel lag mein Fuß verdreht, als ich am Boden lag. Ich selbst habe es zurückramponiert und bin dann mit meinem Mann ins Krankenhaus, nachdem es nicht mehr möglich war, auf deinen Notarzt zu warten, da das Bein schon taub wurde. Ich wusste ganz genau, noch am Boden liegend, ich mache diese Verbrauchermesse. Hier hatte ich am Tag zuvor auf einer Schulung die Erfahrung gemacht, dass ich viele Neider hatte. Ich wurde einfach zu schnell in diesem Bereich eine gefragte Person und sollte speziell diese Messe durchführen. Das hat 3 anderen Personen nicht so gut in den Kram gepasst. Egal, ich lag am Boden und mir war bewusst, diese Messe mache ich jetzt erst recht. Ohne nachzudenken, was denn dieser Sturz mit sich bringt oder bringen kann. Denn dazu hatte ich gar keine Zeit. Für mich war ganz klar, diese Messe ist der Punkt, wo ich wieder arbeite. Im Krankenhaus hatte ich die Diagnose Dreifachsprunggelenksbruch und noch ein Knorpel im Gelenkspalt. Nach der OP Probleme. Ich bin wieder einmal zwischen die Fronten der Ärzte geraten. Der eine meinte so, der andere meinte so. Egal. Ich bin nach Hause gegangen. Für mich war immer noch klar, ich arbeite an dieser Messe. Der eine sagte, ich soll auf Reha. Der nächste sagte, was willst du dort? Nach 3 Tagen bin ich wieder eingeliefert worden mit Wundbrand. Auf der Reha, einen Tag danach, nach Ankunft, sagte man mir, Bein muss ab. Der Fuß war so angeschwollen und ziemlich verfärbt und nichts ging mehr. In diesem Moment, als die Ärztin mir das zwischen Tür und Angel erzählt hat, wobei die Ärztin super toll war. Mir konnte nichts Besseres passieren wie diese Ärztin. Hat ein Mann aus mir gesprochen. Kommt nicht in Frage, ist nicht ausgemacht. Das sind Situationen, die mir heute noch, ich erlebe sie immer wieder, zu denken geben. Rationell nicht verständlich. Du sitzt in deinem Rollstuhl, du hörst die Worte, dein Mund bewegt sich, deine Ohren hören einen Mann und es heißt, kommt nicht in Frage, ist nicht ausgemacht. Genau das, was bei mir von Haus aus erst gar nicht angekommen ist. Fazit aus der Geschichte: Es kommt immer darauf an, wie du auf eine Diagnose reagierst, ob sie bei dir einschlägt oder nicht.
Bei mir hatte diese Aussage und das ganze Geschehen um diesen Sturz gar keine große Bedeutung, denn für mich war am Boden liegend klar, bis dahin hat mein Körper und mein Bein alle Zeit der Welt. Aber am Tag der Messe bin ich wieder am Start. Da gab es keinen Zweifel. Was will da ein Arzt mit einer Diagnose anfangen, wenn er nicht punktlanden kann? Ganz viele erhalten Schockdiagnosen. Es war eine von vielen, die ich erhielt. Und das soll euch nur zeigen, wie jemand reagieren kann, der dem Ganzen positiv, ob bewusst oder unbewusst, auf der einen Art wusste ich noch nichts von meinen Gaben. Aber diese 8 Wochen, wo ich viel im Bett lag, hatte ich viel Zeit, meinen Gedanken und den Erlebnissen und den Geschehnissen danach Bedeutungen zuzuordnen. Das Ungewisse, das im Raum stand, das keinen Boden fand, um Früchte zu tragen. Nein, es war klar, genau so wird es sein. Seit dem Tag, als ich aus der Reha entlassen wurde, bin ich wieder im Berufsleben, nicht einen Tag länger als 8 Wochen. Hat mich diese Krankheit begleitet? Wobei, ist es eine Krankheit? Ist es ein Unfall? Ja, egal. 8 Monate ist die übliche Zeit der Rekonvaleszenz. Ein Beispiel, was es bewirken kann, wenn du nicht mit der Negativität geprägt bist. Arbeitsspektrum, das ich biete, persönlich, per Telefon und seit neuestem per Workshop über Zoom oder Einzelberatung über Zoom an. Wer mit mir arbeiten möchte und einen Termin benötigt, ist die einfachste und schnellste Variante, sich über WhatsApp oder über meine Homepage-Seite anzufragen. Ich benötige einen Termin, der sollte so und so lang sein, und dann werde ich mich schnellstmöglich bei euch melden. Bitte ruft nicht auf dem Festnetz an, da ich viel unterwegs bin, werdet ihr hier keine Antwort erhalten. Über die Termine, die sind sehr wohl über Festnetz oder über Handy möglich. Ansonsten biete ich Live-Workshops bei mir zu Hause an oder in der Zweigstelle in Kempten, da für Personen, die von weiter her kommen, einfach eine Räumlichkeit, die ein Hotel mit sich bringt und besser zugänglich ist als an unserem Ort, sinnvoller. Auch in Kempten biete ich ab und an Live-Termine an. Das könnt ihr alles auf meiner Internetseite, auf meiner Homepage und seit neuem auch über Facebook verfolgen. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte und ruhige Zeit im Lockdown und wünsche euch einen wunderschönen Sommer 2020. Bis bald, eure Helene.